liebe Zuschauer, ich begrüße zu unserer zweiten Runde Decorating Star beim Möbelmaler in Bopfingen. Neben mir steht schon unser zweites Team. Vielleicht möchtest du dich mal kurz vorstellen. Ja, ich bin Stefanie Weidenbacher, bin 25 Jahre alt und komme aus Rheinau. Und dein Name? Ich bin der Thomas Neulert, bin 28 Jahre und komme aus Rheinau. Super. Und wer kam auf die Idee, sich zu bewerben? Ich, durch die Zeitungsprospekte, die immer zu uns kommen. Super. Und ja, die beiden haben die gleiche Aufgabe wie unser erstes Team. Beide müssen eine Koje bei uns dekorieren, haben 30 Minuten Zeit, die Dekoration im Einrichtungshaus auszusuchen und 15 Minuten Zeit, dann die Koje zu dekorieren. Also schon ganz schön knapp, aber ich denke, ihr bekommt das hin, oder? Stimmt. Wer dekoriert bei euch zu Hause? Ich. Du nicht? Nicht. Nicht so? Aber heute musst du auch mit dran, oder? Ja. Okay, dann würde ich sagen, machen wir es auf den Weg zur Koje. Ja. Und dann starten wir los. So, ihr beiden, das ist eure Koje. Und wir wollen uns euch das ja nicht ganz so einfach machen. Deshalb geben wir euch natürlich ein Thema vor. Und wir haben uns gedacht, weil wir jetzt schon so lange auf den Frühling warten, ist das auch unser Thema. Das heißt, ihr könnt euch, wie gesagt, frei bewegen hier. In alle Richtungen stürmen und euch Dekorationsartikel suchen. Aber, wie gesagt, 15 Minuten dann noch zum Dekorieren. Ja. Dann die 30 Minuten zum Aussuchen der Dekorationsartikel laufen ab jetzt! Okay, wir sind jetzt an eurer Koje angekommen und ihr habt alle Sachen ausgesucht. Seid ihr denn zufrieden mit eurer Ausbeute? Ich hoffe, dass es reicht zum Dekorieren, ja. Ja? Okay, dann würde ich sagen, wir starten eure 15 Minuten fürs Dekorieren und sind gespannt, was dann am Ende dabei herauskommt. Und es geht los! Okay. So, ihr beiden habt es geschafft, ihr könnt durchatmen. Ja. Ja. Seid ihr zufrieden, wie es geworden ist? Könntet ihr euch denn so vorstellen, dass es bei euch auch so aussieht? Ja, doch. Ähnlich zumindest. Ja? Mhm. Okay. Dann liegt es jetzt an unseren Zuschauern. Die müssen nämlich für euch abstimmen. Das heißt, ihr müsst das fleißig verbreiten, dass auch ganz viel für euch abstimmen. Okay. Dann stimmt mal alle schön vor uns ab. Genau. Damit wir gewinnen. Wir freuen uns, dass ihr euch angemeldet habt, dass ihr mitgemacht habt. Dankeschön. Sonst wäre das ja gar nicht möglich gewesen. Und verabschieden uns hiermit vom Möbelmaler in Bopfingen und fleißig abstimmen.